Sie steckt mitten im Examen. Ioana Tofolian studiert an der Carol Davila Universität in Bukarest Medizin. Vor ihrem Studium hat sie schon zahlreiche internationale Preise für Nachwuchschemiker gewonnen. Ihre Chemiekenntnisse, sagt sie, hat sie nun anderen Medizinstudenten voraus. Sie könne damit besser die Wirkung von chemischen Stoffen auf Zellen untersuchen. Die Forscherin hat mit ihrem Team herausgefunden, dass sie mit einer Mischung aus zwei chemischen Stoffen Blutkrebszellen bekämpfen kann. Diese Kombination stoppt die Vermehrung der Krebszellen und kann sie sogar gezielt vernichten. Das funktioniert im Laborversuch. Ob und wann daraus aber ein Medikament werden kann, ist noch offen. Ihre Forschungsergebnisse haben Ioana schon Anerkennung als Wissenschaftlerin eingebracht. Auch als Ärztin will sie an Zellen weiterforschen. Zellen sind unglaublich komisch. Wie winzige Menschen, nur wenige Millimeter groß, aber eigenständig mit eigener Persönlichkeit. Und wie Menschen antworten sie nicht immer, wie man es erwartet. Vom Labor ins Krankenhaus. Für Ioana ist es wichtig, dass Forschung auch beim Patienten ankommt. Geld für Wissenschaft und Krankenhäuser gibt es in Rumänien nur wenig. Deswegen hat sie manchmal schon geträumt, eines Tages den Nobelpreis zu bekommen. Wenn ich den Nobelpreis gewinnen würde, dann würde ich mit der einen Hälfte des Geldes die Forschung finanzieren und mit der anderen Hälfte würde ich in Rumänien ein Hightech-Krankenhaus für die Leute bauen, die es sich sonst nicht leisten können. Den praktischen Teil ihrer Ausbildung macht Ioana an einem Notfallkrankenhaus in Bukarest. Viele Patienten kommen extra von weit her, denn hier soll es die besten Spezialisten geben. Ihre Professorin in der Kardiologie schätzt Ioana sehr. Sie ist sehr begeistert, hingebungsvoll den Patienten gegenüber und sie liebt die Forschung. Ich möchte Ärztin werden, weil ich damit die größte Wirkung erzielen kann. Es passt zu meinen Überzeugungen und zu meiner Persönlichkeit. Die Herzspezialisten würden Ioana gerne in ihr Team aufnehmen. Doch das geht jetzt noch nicht. Denn Ioana wird frühestens in ein paar Monaten mit ihren Prüfungen durch sein. Ihre Freunde freuen sich, dass Ioana als eine von vier rumänischen Nachwuchswissenschaftlerinnen nach Lindau eingeladen wurde. Dort hofft sie auf neue Anregungen, Ideen und Erfahrungen von der versammelten Fachwelt. Lindau, da ist sie sicher, wird ein Schub für ihre Karriere sein.